Kommen wir jetzt zu euren Sammlungen. Alles, was ihr gesammelt habt an Figuren, an Games. Alles, was mit Nerd-Stuff zu tun hat. Ich bin so gespannt, was es da bei euch gibt, okay? Ich habe euch hier auf dem Discord gebeten, also mal reinzuposten. Gucken wir als erstes erstmal hier vorbei. Und zwar hat ausreichend das erste Pick vorher reingehauen. Wir haben erstmal ultra-dope Figuren. Yoshi, Bisasamo und Pikachu, wilde Konstellation. Junge, hier sind einfach alle Yoshis. Das Bild ist ausreichend. Hakan, der war richtig, richtig witzig. Also auf jeden Fall würde ich sagen, hier haben wir einen Nintendo-Fan. Wir haben jemanden, der Zelda extrem feiert, weil hier stehen mega geile Amiibos von The Legend of Zelda noch in der Vitrine. Und da oben noch auch nochmal ein Game. Ja, und hier sehen wir die Konsole. Also das Setup ist definitiv, würde ich mal sagen, auch ausreichend. Ja? Als nächstes haben wir Jelly Amiibos Pock. Wait a minute. Jelly, hast du jetzt zur Mission gemacht, einfach alle Amiibos zu haben, oder was? Hä, wie viel sind das? Also das sind ja mindestens 40, 50 Amiibos, die du hast, Alter. Holy shit. Das ist ja mega viel. Da hinten sehe ich noch ein paar Mangas, glaube ich. Und nee, sind das Zeichen, ist, glaube ich, Zeichenhefte. Und irgendwas von Alben oder sowas. K-Pop, oder? Digga, auf jeden Fall die größte Amiibo-Sammlung, die ich bis jetzt gesehen habe. Mal gucken, ob noch jemand da draußen ist, der noch mehr Amiibos hat. Let's see. Junge, sind wir hier bei jemandem privat zu Hause oder in einem Manga-Store? Alter! Junge! Das ist ja aber dieses andere, diese anderen Bänder, die voll sind. Dragon Ball, oder? Ah, One Piece, okay. Das ist, glaube ich, Attack on Titan, das schwarze. Naruto ist rechts unten, vorletzte. Das hier. Ah, okay. Das ist eine insane Sammlung. Okay, also das ist insane. Gönnt euch mal bitte, wie viel Stuff darin steht. Erstmal, man hat Stuff, also richtig viele Mangas. Wir haben Games, richtig, oh Digga, aber diese anderen DS-Spiele wurden ja gespielt. Also Junge, das sind ja so viele DS-Spiele. Und auch richtig, was ich richtig feiere, ist wieder auch in den Original-Hüllen. Dann hier wilde Controller. Auf jeden Fall ein Custom-Design, PS4-Controller, paar DVDs am Start. Ist das der Dude aus My Hero? Der mit dem Zauberstab? Ach, das ist von Jojo. Sorry. Ach, das ist Giorno? Ich habe die Staffel halt noch nicht gesehen, aber das ist Giorno? Geil, okay. Also ich bin so gespannt auf diese Staffel. Ich glaube, ich werde da mega viel Spaß mit haben mit der Staffel. Viele haben gesagt, das ist die beste Jojo-Staffel. Okay, was haben wir hier für Games? Erstmal, Junge, beneide ich dich für dieses kranke Buch. Dieses Artwork und von The Legend of Zelda, diese Bücher. Ich habe mir die einfach noch nie geholt, weil die kosten irgendwie 30 Euro oder sowas. Ich finde, das ist halt mega viel und ich habe schon überlegt, ob man sich das wirklich mal so holen sollte oder so, weil man ist halt, oh, ich bin ja großer Zelda-Fan, aber hier ist mal wieder, ach ja, 30 Euro muss ich anders investieren. Stimmt, es gab für die Wii auch so Games, die waren in so einer kleinen Papphülle drin, wo man mit der CD reingehen konnte. Ich würde auch sagen, hier haben wir einen kompletten Nintendo-Player. Kirby Star Allies. Oh, Bro, du tust mir so leid. Ganz Re-Rap, wenn du jetzt gerade am Start bist, ne? Ganz ehrliche Antwort, Mr. Steven. Wie lange hast du Kirby Stars Allies gespielt? Kirby hat mein Bro gekauft, nicht ich. Ja, hätte ich auch gesagt, Alter. Oh, okay. Das Ding ist, das haben voll viele. Ace hat das zum Beispiel. Ace weiß ich, Ace hatte das. Also logisch, dass Ace das hatte. Ich meine, Ace kommt, der Name kommt ja auch aus dem Game. Aber Ace hat das auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, was hat Ace denn noch? Gucken wir uns das mal ganz genau an hier. Also, Persona 5, Hawk. Anders geil. Ich weiß, ganz genau, mit Ace verbinde ich halt eine richtig, richtig wilde Final Fantasy 7 Session. Also das war eine geile Zeit, als Final Fantasy 7 dieses Jahr rauskam. Wir haben uns beide diese Pock Edition hier geholt und das ist einfach komplett worth gewesen. Also Leute, wenn ihr noch nicht Final Fantasy 7 Remake gespielt habt, holt es auf jeden Fall nach. Oh, eine Bakugo-Figur. Midoriya und Shoto Todoroki. Nice Figuren. Oh mein Gott. Geile Figuren, Alter. Oh mein Bro, da ist sogar der Demon Slayer. Manga? Kanimani, Nachtara, Hoplo und Pikachu. Wie ist das nochmal? Ui. Pokémon Pinball, Alter. Das habe ich so hart gesuchtet. Emerald Version. Gelbe, rote und Silber. Mit dem Game Boy Color in Blau. Alter. Leute, damit hat einfach alles angefangen für mich. Für mich hat Zocken mit diesem Ding hier angefangen. Richtig gute Zeiten, Alter. Ui. Alter, ist das geil. Okay, hier ist wieder dieses Buch von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Harry Potter Bücher haben in so einer neuen Auflage und richtig viele Amiibos rundherum um das Schwert. Marth und Ike denken sich dann nur so, Bro, what are we doing here? Was ist denn mit denen passiert? Die sehen ja anders aus. Cursed, der Koopa. Hey, der Koopa, Legend, der Koopa ist doch am normalsten. Aber was musste Daisy durchmachen? Oder aus welcher harten Zeit ist bitte dieser Mario hier gekommen?
Ey, Alter, das ist gerade so schön zu sehen, dass dieses Podcast-Bild hier hingehangen wurde. Ich bin so turned darauf, wenn das wieder weitergeht, Alter. Podcast wird so nice. Endlich mit diesem Mikro werde ich das aufnehmen, Leute. Ich habe jetzt endlich das Mikrofon und werde jetzt wieder richtig dope Podcasts aufnehmen. Wie heißt der Podcast? Falls ihr noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr in der Zeit, bis ein neuer Podcast kommt, ich hoffe jetzt mal legit, ich hoffe wirklich, das wird nächsten Monat sein, die nächste Folge, könnt ihr euch gerne den Mindcast anhören, ja? Das ist mein Podcast. Ich habe bisher 4 Folgen gemacht. Einmal heißt, der erste Podcast heißt Land of the Rising Sun mit Vincent. Das war, bevor Vincent nach Japan gezogen ist. Verschwiegenheit der Seelenkunde ist mit Freddy über psychische Krankheiten, über Psychologie an sich. Die Gaming-Generation geht mit Vic über Videospiele und wie sich das alles so verändert hat. Und Tokyo Life ist aus Tokio aufgenommen, ein Podcast. Ein Jahr später, nachdem wir über Japan hier geredet haben. Holy shit, was haben wir denn hier alles am Start, Alter? Yo! Was? Ich würde mal so vom Sammlungswert oder von dieser Exklusivität sagen, dass das hier das krasseste ist, was wir bisher gesehen haben, weil Yoshi's Stories für die Nintendo 64 Original verpackt, mit Zelda Ocarina of Time, mit Mario 64. Junge, das sind ultra kranke Sachen. Bro, Real Talk, das ist eine Sammlung, auf die man stolz sein kann, was Fossi sagt. Das ist krass, das ist krass. Also diese Dinger hier oben sind insane krass. Mario Kart Double Dash, heftiges Game. Quark Attack, Donald Duck, Digga, das Game ist so geil. Das ist so geil, das Game. Star Fox Adventures, Pork Story Mode, die Legende vom Ionentor. So ein gutes Paper Mario, Pork. Zelda Wind Waker, oh mein Gott, sogar. Ist das die Edition, wo noch The Legend of Zelda Ocarina of Time mit dabei ist? Das ist genau die ich auch hab, Digga. Das ist so heftig, Chat. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals das Tanabuchi, der schon aus der Windpacker dabei hatte. Man guckt so hinten und dann ist dann einfach noch Ocarina of Time mit drin, Junge. Und ich dachte einfach, das ist eine Demo für irgendein komplettes Track-Game. Weil, wenn du die Grafik von Windpacker gewöhnt warst und ich habe nie mitbekommen, dass Ocarina. Ich habe erst Windpacker gespielt, dann Ocarina of Time. Ich dachte mir so, was haben die denn für einen Absturz gehabt, Alter, bei dem Game? Also, das sind echt richtig, richtig gute Games, die hier liegen. Cursed Mountain habe ich weirderweise auch gespielt, Digga. Wer immer das hier ist, wir haben echt einen sehr ähnlichen Videogame-Geschmack. Sehr ähnlicher Videogame-Geschmack, auf jeden Fall. Don't mind me just mining inside your Discord-Channel. Digga, noch mehr Figuren. Figuren. Junge, was ist das denn? Okay, ich muss sagen, dieser Schrank, finde ich, ist bisher der ästhetischste Schrank, den ich bisher gesehen habe. Zelda Großmeister, ich musste einfach Props, also das ist so schön gestaltet, das könnte einfach irgend so ein Regal in Tokio, irgendwo in der City sein, wo du Figuren kaufen kannst und du gehst da rein in diesen Laden und da steht da so drauf. Also das lädt einfach so richtig krass aus, vor allen Dingen auch diese Zelda-Figuren. Wo hast du die her teilweise? Ich wusste teilweise nicht mal, dass es diese Figuren hier gibt. Also natürlich die Amiibos Catman und sowas, die Figur habe ich hier auch oben. Danke nochmal. Oder diese Ganondorf-Figur, Alter, von The Legend of Zelda Wind Waker, der Ganondorf. Krass. Yo, geil. Hä? Das ist auch eine kreative Art und Weise, seine Amiibos aufzustellen. Mit so einem, was ist das? Hexagon, Alter. Also sieht dope aus auf jeden Fall. Mega viele Amiibos. Du, hier ist auch noch so eine Kerze, so ein Altar. Einfach ein Altar gebastelt. Sieht aus wie ein Schrein, oder? Ja, Mann. Robman, fühle ich 100%. Nicht löschen ist real. Nein, ist es nicht. Es ist auf. Also nein. Bro, also sorry, du kannst mir nicht sagen, dass das real ist. Also das sieht vielleicht bei Chan von Apple War Pictures so aus. Wenn das hier real ist, dann brauche ich einen Videobeweis, Bro, okay? Ich habe das legit eine Stunde oder eine halbe Stunde, bevor der Stream losgegangen ist, gesagt, hey, hello, ich habe jetzt kurz den Hashtag, ihr könnt jetzt reinhauen und ich gucke mir das an. Ich finde das so insane, wie viele Leute das hier reingehauen haben. Dankeschön, dass ihr so krass mitgemacht habt damit. Also wirklich. Entweder ich zeige jetzt meine Sammlung live und zeige euch Stuff oder ihr sagt, das interessiert uns nicht, wir skippen das. Deswegen ist das noch in einem Karton. Ich hole das mal eben ganz kurz, ja? Fangen wir erstmal mit was richtig dopen an, okay? Demon Slayer. Band 1 und Band 2, sogar noch original verpackt, und zwar auf Deutsch. Ich habe mir noch so einen neuen geholt, Apocalyptic Organs. Keine Ahnung, was das für ein Schmaus ist. Hier habe ich noch so einen kleinen Yoshi original eingepackt. Der war auch mal original eingepackt. Der hat den Umzug nicht ganz so gut überstanden. Schade, der wäre sonst 200 Euro wert gewesen. Sekiro, Leute, der Sekiro-Manga einfach. Wie Pock ist das, please? How's Your Soul von Judah Smith. Okay, Leute, das Ding ist, ich weiß nicht, wieso ich diese... Das hat mir jemand geschenkt. Ich habe natürlich noch richtig viele, also verpackte Amiibo-Figuren, ja. Natürlich, Leute, die Konsole, mit der alles angefangen habt, diese andere verstaubte Nintendo GameCube, ja. Es gab einen Spot, den durfte man niemals touchen. Dieses Ding hier. Ich weiß noch ganz genau, damals, als ich immer diese CD hier reingelegt habe, mein Dad hat so gesagt, fass hier niemals drauf. Niemals. Wenn du da rauf fährst, geht die GameCube kaputt. Diese andere nice Box von Pokémon Sun, hier ist auch Pokémon Sun noch mit drin.
Felina, wenn ich ihr zu spät was zu essen gebe. Pock! Beste Game. Ich durfte mir damals aussuchen, als ich mein, ich hatte ein gutes Zeugnis bekommen und mein Dad hatte dann gesagt, du kannst dir eine Sache aussuchen. Entweder du darfst dir eine Sache aus dem Saturn aussuchen, was du haben darfst, irgendwie einen Film oder sowas, oder du bekommst 50 Euro für das Zeugnis. Und da habe ich mir diese Sache hier ausgesucht, die Batman Collection. Das sind die ersten 4 Batman-Filme. Batman, Batman's Rückkehr, Batman Forever und Batman und Robin. Und ich habe es geliebt. Richtig, richtig geile Filme, Alter. Ich liebe Batman. Batman ist auf jeden Fall mein Lieblingscharakter. Der geilste Film der Welt. Also, das... Gibt es die nackte Kanone auf Amazon Prime? Wenn ja, das ist zu 100% ein Film, den wir mit der Community gucken müssen. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist voller Neek-Jokes. Oh mein Gott, das, Leute. Meine Pokémon-Karten waren halt immer so wild. Ich hatte da immer so Gummibänder drum gemacht und sowas. Dann haben die natürlich komplett geschrottet. Ich wusste nicht, ne? Mein Opa hat das halt gesehen. Und mein Opa hat sich gedacht, er macht einfach was für mich. War ein bisschen langweilig. Und hat gesagt, yo, ich bastel dir eine Box für deine Pokémon-Karten. Und da hat mein Opi, hat mir einfach eine Box, hat da süß hier so einen Ash und Pikachu-Sticker draufgeklebt, hat die also angemalt und hat da mir einfach eine Box gemacht, wo ich meine Pokémon-Karten reintun kann. Hier ist ein Babyfoto von mir drin, wo ich mir einen Papphut aufgesetzt habe, Chat. Pokémon-Figuren, Kikli zum Beispiel, Kikli-Anhänger, richtig, richtig viele. Der Pokewalker, oh mein Gott, da gibt's eine ganz traurige Story zu. Ich mit meinem Bro, mit dem Pokewalker unterwegs gewesen, Digga. Dieses andere Geile. Oft das immer in Urlaub in Dänemark gemacht, ne, haben den ganzen Tag gezockt so, und dann meinte mein Dad so, lass mal jetzt eine kleine Tour machen, lass mal nochmal was zu essen holen, lass mal spazieren gehen. Dann haben wir einfach unser Pokémon auf diesen Pokewalker transferiert, haben uns den hier so entspannt so an unsere Hose rangeklemmt, das hat hier hinten auch so ein Ding zum Randklemmen. Und dann sind wir an den Strand gegangen, sind spaziert und konnten dabei unser Pokémon leveln. Das heißt, wenn man es danach wieder auf den DS hoch zurückgemacht hat, hat es einfach ein paar Level mehr gehabt, hat Items gefunden und du konntest sogar, glaube ich, noch Pokémon fangen. An diesem Tag, an diesem Strand, da hat mein Bro einfach seinen Pokewalker verloren. Und das war super sad, weil es gab den Pokewalker nur in dieser Gamebox dazu und nicht einzeln zu kaufen damals, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile gibt, aber es tat mir so leid, weil mein Bro war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 4 oder 5 und hat halt sein ganzes Taschengeld in dieses Game gesteckt, so. Was man halt so mit 5 Jahren oder 6 Jahren bekommt, so. Ich glaube, er war 5. Und dann sind wir da lang gegangen und der hat einfach seinen Pokewalker verloren. Und mir tat das so leid, Alter. Ui! Die habe ich auch benutzt. Und zwar, die hat auch mein Opa mir gemacht, diese Schachtel. Mit diesen Games. Mario Land 2, alright? Donkey Kong, das Original. 007 Nightfire. Scooby-Doo, Alter. Pokémon Saphir. Pokémon Smaragd, Feuerrot Nummer 1, Feuerrot Nummer 2 und natürlich Feuerrot Nummer 3. Witzige Story dazu, ich habe mir 3-mal Feuerrot gekauft, weil ich meinen Spielstand nicht löschen wollte. Und ich wollte, weil das mein Lieblingsspiel war, Feuerrot, wollte ich es immer und immer wieder neu anfangen und habe einfach immer wieder so lange gespart, damit ich das Spiel nochmal kaufen kann. Und Leute, das ist es. Das ist das Game. Das allererste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Die gelbe Edition. Nach Rot und Blau, den Editionen, kam halt noch Gelb raus, wo Pikachu euch das ganze Spiel hinterhergelaufen ist. Dope. Das ist mein allererstes Spiel, was ich in den Händen halte. Das Spiel ist, glaube ich, genauso alt wie ich. Vielleicht 2 Jahre jünger. Ich glaube, 98 oder 97 kam das raus. Und ich habe mein Pokémon-Rubin verloren. Oh nein, ich kann mir so richtig vorstellen, wie klein Tilda einfach so sitzt. Hatch. Oh no. Leute. Ich würde mal sagen, das war es jetzt erstmal mit ein paar kleinen Sachen gezeigt, bisschen rumgeflexelt. War doch dope. Boing.